Leute, hier ist euer Street-Reporter von der neuen Debatte. Ja, ich war heute auf der Demo am Platz der Menschenrechte um 17 Uhr. Es war schönes Wetter. Am Weg dorthin auf der Bamberger Straße war interessant zu beobachten. Auf der einen Seite ein Polizeibus mit 4 Beamten, alle aßen ihr Eis und natürlich wohlverdiente Pause. Natürlich konnten sie das Eis ohne Maske essen. Rechts daneben dann im Park auf einer Wiese 5 Punks, alle zusammen, haben auch gefeiert. Das Leben, die Sonne, das schöne Wetter. Und dann bin ich weitergegangen am Platz der Menschenrechte. Da waren ca. 300 bis 500 Leute. Stimmung war gut. Es hat keine Vorkommnisse gegeben, keine Randale, kein Tränengas. Es war wieder mal friedlicher auf einer Demo, nicht so wie bei den letzten anderen Demos. Und es war schön, dass auch einmal aus der Kunstszene Leute gesprochen haben, so wie der Kabarettist Roland Thüringer. Und andere gute Leute, so wie der Hannes Hofbauer vom Promedia Verlag, der Willi Langtaler vom Selbstbestimmten Österreich und der Arzt Dr. Andreas Sönigsen. Und ich darf heute diese Kundgebung moderieren. Es wird 4 Rednerinnen geben, die euch und ihnen was zu sagen haben. Und wir spielen ein politisches Theaterstück, Uraufführung, Erstaufführung, mit dem es dann auch sehr bald beginnt. Ein paar einleitende Worte von mir. Seit 14 Monaten bestimmen wechselnde Verordnungen und sich ständig verschärfende Gesetze unser Leben, und zwar in einem Ausmaß, ich nenne es dystopisch, das sich vor 1,5 Jahren niemand von uns hat vorstellen können. Und ziemlich genau vor einem Jahr, am 26. April 2020, hat es meines Wissens die erste Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gegeben, und zwar auf der Albertina. Sie ist verboten worden. Die Leute haben sich trotzdem versammelt, sie ist schlussendlich polizeilich aufgelöst worden. Und seither wechseln harte und weiche Lockdowns ab, wobei sich meist jede regierungsamtlich verkündete Lockerung im Prinzip als Verschärfung darstellt. War es vor einem Jahr, zum Beispiel am 26. April, aber auch am 1. Mai, wo kleine Gruppen demonstriert haben, noch möglich, eine Kundgebung ohne Maskenpflicht abzuhalten, so ist das heute Gesetz. Und nicht nur wegen der Kundgebung, sondern auch wegen diesem Platz, an dem wir heute stehen, rund um die ganze Messepalast, ist Tragepflicht im Freien. Waren anfangs noch Schals und selbstgenähte Masken möglich, so gilt heute dieser Plastikdeckel der FFP2-Maske, kaum jemand weiß, was das ausgesprochen bedeuten soll, als Standard. Eben sogar im Freien wie hier. Was mich noch einmal dazu bringt, zu sagen, Sie sollten es aufsetzen, sonst ist die Polizei unzufrieden. Waren im Sommer 2020 Kultur, Sport, Gastronomie und Hotellerie noch frei zugänglich, so mussten im Herbst bereits schriftliche Angaben gemacht werden, Name, Telefonnummer, wenn man zum Beispiel auf ein Bier oder auf ein Glas Wein gegangen ist. Und demnächst soll mittels eines Gesundheitsausweises, der, so wird er genannt, grüner Pass, wobei das Grüne offensichtlich für positiv steht, das ist ein schrecklicher, schrecklicher Pass, wird mit so einem Pass eine vollkommene digitale Bewegungs- und Aufenthaltskontrolle angestrebt. Der Mensch soll zu einem QR-Code herabgestuft werden. Dagegen gilt es aufzutreten, dass sich solche autoritäre Tendenzen nicht politisch und gesellschaftlich festsetzen. All diese Maßnahmen, Pflichttesten, Testpflichten, Tracking, Ausgangsverbote, Überwachungsstaat, werden mit der Gefährlichkeit des Virus argumentiert. Dessen Existenz leugnet niemand hier. Jedoch sind wir der Meinung, dass die Maßnahmen überschießend unverhältnismäßig sind und dass das Virus dazu benutzt wird,
Und dass das Virus dazu benutzt wird, unsere Demokratie auszuhöhlen und unsere Grundrechte einzuschränken. Dagegen protestieren EU-weit, ja weltweit, jeden Tag, vor wenigen Tagen in London Hunderttausende, da müssen wir noch ein bisschen anzahlen, damit wir so viel werden, Menschen auf diesem Planeten. Sie empfinden, wie wir, die Maßnahmen als gesundheitlich inadäquat, wirtschaftspolitisch verheerend, sozialpolitisch spaltend und demokratiepolitisch schädlich, wie es in unserem Aufruf Demokratie und Grundrechte heißt. Wir, damit komme ich schon zum Schluss, sind eine Gruppe gesellschaftskritischer Menschen, die sich zur Aufgabe gestellt hat, gemeinsam für eine demokratische und solidarische Gesellschaft zu kämpfen. Und zwar für eine Gesellschaft in Freiheit und Gerechtigkeit. Das eine ist ohne das andere wertlos. Herrscht helle Aufregung. Man hat Viren entdeckt. Die vielen Masken kann man noch vom Weltraum aus beobachten. Im Sonnensystem bewegt sich noch alles im gewohnten Gleichklang. Der Merkur, die Venus, die Erde, der Mars, der Jupiter, der Saturn, der Uranus ist entschuldigt, der Neptun und der Pluto. Aber auch im Universum macht man sich Sorgen um die Gesundheit. Also, Bahnen zusperren und dann bleibt das so bis Pfingsten, bis Weihnachten, bis Ostern nächsten Jahres. Auf die Menschen und auf das Leben!
Also ich wage zu bezweifeln, dass es nur am Wind gelegen ist, dass man die Aufführung nicht akustisch verstanden hat. Da hätten wir wahrscheinlich auch Mikrofone gebraucht. Ich habe eine Gabe. Und zwar meine Gabe ist, bei solchen Veranstaltungen immer das zu sagen, was man nicht hören möchte. Das werde ich auch heute beibehalten. Das letzte Mal war ich bei so einer Veranstaltung, das ist jetzt wirklich schon sehr lang her. Das war am Wiener Stephansplatz. Es war damals das Thema. Bitte? Lauter. Okay. Vielleicht, wenn ich jetzt schlucke das Mikrofon, dann hört man es ganz, ganz deutlich. Das war damals eine Veranstaltung am Stephansplatz in Wien. Das war kurz nach der Finanzkrise. Occupy Vienna hat mich eingeladen, auf einer Bühne zu sprechen damals. Und dann meine liebe Frau und ich haben gesagt, naja, soll man sowas machen überhaupt, sich auf die Straßen da stellen und reden? Das bin ja nicht, eigentlich nicht ich, bin ja kein Aktivist oder so in dem Sinn. Aber ich mir gedacht, ja, das probiere ich mal aus. Und dann haben wir gedacht, aber das Gescheiteste ist, wenn wir das Auto ganz weit draußen in der Stadt stehen lassen, weil da wird so viel los sein, da wird so ein Stau sein. Und dann sind wir zu Fuß gegangen Richtung Stephansplatz. Aber es war immer noch relativ überschaubar. Ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich kommen die alle von der anderen Seite. Und da war auch eine ähnlich kleine Bühne damals aufgebaut. Warst du dort auch? Achso, da war, ah, du weißt es. Ja, wo sie mich ausgebaut haben. Das kommt eh heute auch noch. Aber ja, da warst du auch dort. Da lustig. Und dann bin ich, haben wir gedacht, na, jetzt irgendwo muss ja diese Veranstaltung sein. Und dann bin ich dann dort gestanden mit meiner Frau. Es war eine ähnlich kleine Bühne auf der einen Seite vom Steffe. Und ihr seid im Gegensatz zu dem, was damals dort gestanden ist, eine Horde. Also eine unübersehbare Menschenmasse seid ihr im Vergleich zu dem, was da gestanden ist. Es wären gewesen, ich weiß nicht, 70 Leute oder was wären da gestanden sein wahrscheinlich. Und meine Öffnungsworte waren, weil sie alle gestanden sind mit diesen Tafeln. Wir sind 99%. Das war damals so diese Erkennung von der Occupy-Bewegung. Und meine ersten Worte waren, könnt ihr rechnen? Da haben sie noch nachgedacht. Und dann irgendwann haben sie gebucht, weil dann war der Punkt war dann der, dass ja gegangen ist um die Finanz, die bösen Banken und die alle, die so gemein sind zu uns und so. Und dann habe ich noch gesagt, naja, aber bei den Krediten war es schon so, dass wir auf die Bank gegangen sind und nicht der Bankbeamte zu mir heimgekommen ist mit der Bank an und gesagt hat, nimm deinen Kredit, sonst bloß er die Birnen weg. Ist dann auch nicht so gut angekommen, dann haben sie geschrieben, Themenverfehlung. Aber am Schluss wollte es dann da mit den neuen iPads Selfies mit mir machen. Also ich bin ein gebranntes Kind. Was ich zum heutigen Thema zu sagen habe, ist meine Position. Kennt ihr bei diesem, wie heißt jetzt, alles dicht machen, habe ich das eh deutlich gesagt. Also ich glaube, ein Grundproblem unserer Gesellschaft ist ganz einfach ein ganz, ganz schlechter Umgang mit dem Tod an sich. Also wir tun so, als wäre der Tod ein Fehler, wir würden ja nicht dazugehören. Wir Menschen, wir müssen den Tod verhindern. Ja. Und darum, weil wir auch so ein schlechtes Verhältnis zur Krankheit haben, wird das auch ein Fehler, ist natürlich ganz, ganz schwierig, hier irgendwie vernünftig zu kommunizieren, weil automatisch, es kommt immer die riesige, nicht die Nazi-Keule, aber die haben sie keinen Respekt vor den Toten und den Kranken. Das ist ein ganz einfaches Mittel und das kommt immer. Ja. Nur auf die Diskussion los im Ego nicht mehr. Was ich nur sagen möchte ist, ja, was Sie glauben. Was ich nur sagen möchte, ist, ich bin deswegen da, weil ich von meinem Gefühl auch finde, dass wir auf einem Weg unterwegs sind, wo wir letztendlich am Ende des Tages mehr Schaden anrichten, als wir jetzt aus lauter Solidarität helfen wollen. Ich habe das einmal so gesagt, mir kommt das so vor, wie, Sie können sich erinnern, wenn man früher Filme gesehen hat, wo dann irgendwann ein Schiff untergegangen ist. Also ein ganz berühmtes, die Titanic, ja, die ist auch untergegangen. Und immer, wenn so ein Schiff untergeht, schreit dann irgendwann einmal der Captain, wenn er nicht mehr weiß, was er zu tun hat, schreit er dann meistens, Frauen und Kinder in die Rettungsboote. Ja, die Männer müssen unter Deck und absaufen. Ja. Und da ist eine gewisse Umkehrung passiert. Also das, was wir jetzt nicht wirklich, aber inhaltlich sagen, ist,
Kranke und Alte in die Rettungsboote, Frauen, Kinder unter Deck absaufen. Das ist zwar solidarisch, aber auf Land. Nein, das ist nicht ein Applaus wert. Es ist kurzfristig gut, aber langfristig schlecht, weil das Leben plant anders. Das Leben plant eben so, dass wir als Leben das Leben sind inmitten von anderem Leben, das auch leben will, das Leben weitergehen. Das heißt, irgendwann einmal ist es an der Zeit, für alles, was lebt, Platz zu machen für das Neue. Ja. Da wird einem, wenn man jetzt sowas sagt, Sozialdarwinismus vorgeworfen. Aber ich meine das wirklich sehr, sehr ernst. Das ist meine Haltung dazu. Was ich jetzt nur dazu sagen möchte, und das hat nichts mit dem Virus zu tun oder so, ist, jetzt stehen wir da, ich stehe da, ich rede zu euch, und wir haben alle ein Anliegen und wir sind überzeugt davon, dass es das, was passiert, ganz schlecht ist, die Maßnahmen und unsere Demokratie ist gefährdet, etc., 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 etc. Mit all den Argumenten, die wir schon 100.000 Mal gehört haben, im Internet oder von wem anderen und gesagt haben. Ja. Aber es ist nicht auszuschließen, dass irgendwo, vielleicht drei Straßen weiter, eine andere Veranstaltung ist, wo auch Menschen demonstrieren. Und auch gegen die Maßnahmen der Regierung, aber aus einem anderen Grund, weil ihnen die Maßnahmen zu gelinde sind. Ja, weil die nicht weit genug greifen, wenn nicht durchgegriffen wird, weil der Lockdown viel härter gehört. Ganz einfach vielleicht deswegen, weil sie Angst haben, zu erkranken oder Angehörige zu verlieren. Und jetzt ist meine Frage, wer hat denn Recht? Ihr habt Recht. Ich weiß, es ist ja, ich stehe jetzt auch da, ja, man glaubt dann, man hat Recht. Ja, aber woher wissen wir das letztendlich, was ist richtig und was ist falsch? Und dieses Verbindete, dass man drüber redet, ja, das gibt es offenbar nicht mehr. Und vielleicht kommt das nur aus einem Grund, weil das ist das was mich am meisten in der ganzen Situation schmerzt, dass überhaupt nicht sachlich gesprochen wird darüber, sondern dass in Wahrheit man sich nur mal gegenseitig ankotzt. Und das gilt bitte für beide Seiten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es gilt für beide Seiten. Es ist kein Diskurs mehr möglich. Es ist schrecklich. Und unter dem aber schwebt für mich in Wirklichkeit eh wieder eine Angst. Ja. Bei uns da ist es vielleicht die Angst vor Verlust der Freiheit, Verlust der Demokratie, vor einem totalitären System etc. etc. Bei den anderen ist es die Angst vor Verlust der eigenen Gesundheit und vielleicht Verlust eines Angehörigen etc. 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 Ja. Und das, warum ich mich jetzt unbeliebt machen will, nur, ist Folgendes. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass dieser Verlust der Freiheit auf der einen Seite hier und der Verlust der Gesundheit auf der anderen Seite, die, was da drüben demonstrieren, schon längst passiert ist, dass es gar nichts mit einem Virus zu tun hat? Weil ganz ehrlich, wenn wir alle da mit unseren Geräten, mit euren Smartphones da steht und habt Angst, dass ihr eure Freiheit irgendwann verliert, ihr habt das freiwillig schon hergegeben. Ihr habt es schon längst hergegeben. Ja. Und bei der anderen Demonstration, wo sie stehen und Angst haben vom Verlust der Gesundheit, ja, mit einem Blutdruck 27.000 Bar, Kettenraucher, Gewohnheitstrinker, so am Hampen und dann Angst zu haben, ich verliere meine Gesundheit, die ist schon weg. Ja. Aber trotzdem hätte ich eine große Bitte, weil wir haben jetzt eine neue Chance, wir haben einen neuen Gesundheitsminister. Und das Beste, jetzt wird er ausgelacht. Sechs so einfach ist, er wird ausgelacht. Ja, wir kennen ihn nicht einmal gar nichts. Ich weiß nicht, er ist sehr groß und hat Turnschuhe. Aber wäre nicht das Beste, wenn wir dem Gesundheitsminister und damit auch die Regierung und damit auch den ganzen Staat, der sich so nett um uns kümmert, ganz einfach entlassen? Ja! Nein, Moment! Habt's geklappt! Nein! Entlassen aus der Verantwortung, dass wir sagen, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, Sie sind nicht mehr für unsere Gesundheit verantwortlich. Wir sind eigenverantwortliche Menschen, wir können das selber. Und der Herr Gesundheitsminister hat gesagt, und das finde ich sehr schön, dass er es gesagt hat, ja, er ist hier, um Leben zu schützen. Und da sage ich, Herr Gesundheitsminister, Sie sind ja zugleich auch für den Tierschutz verantwortlich.
dann könnten Sie doch gleich, wenn Sie Leben schützen wollen, alle Tiere, die in Massentierhaltung gehalten werden, ja, wo es uns sowas von am Arsch vorbeigeht, einfach entlassen und das verbieten. Das würde so viele Leben schützen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich bin heute eingeladen worden, um ein bisschen über die Situation der Tourismus- und Freizeitwirtschaftsbetriebe und der Kulturbetriebe zu sprechen. Und ich habe Anfang Jänner die Aktion 5 vor 12 gegründet mit ein paar Kolleginnen. Und wir wollten einfach nicht mehr zuschauen, wie die Politik und auch die Wirtschaftskammer alle Maßnahmen für die oder gegen die Tourismus- und Freizeitwirtschaft abnickt und durchwinkt, winkt und teilweise schön redet. Wir sind vor der Herausforderung gestanden, dass man uns die Perspektive gegeben hat im Jänner, dass kein Geld mehr für Unterstützungsleistungen da ist. Und das hat uns natürlich Angst gemacht und zu dieser Aktion 5 vor 12 bewegt. Wir haben uns damals gesagt, wenn wir 50 Betriebe werden, dann die Anliegen von uns vorbringen, dann müssen wir uns nicht blamieren. Es sind dann weit über 200 geworden, die da dabei waren. Betriebe, Kollegen und Kolleginnen mit ihren Mitarbeitern, die diese Aktion unterstützt haben. Und wo ist die Polizei? Schützt die Demo vor den Gegendemonstranten! Okay. Es war dann so, dass über 200 Betriebe mitgemacht haben. Und ich glaube, das war deswegen so, weil wir vielen aus der Seele gesprochen haben, weil wir den Finger in die Wunde gelegt haben. Wir haben da stehen Menschenrechte, Grundrechte. Ein maßgebliches Grundrecht für mich war ein Recht auf Arbeit und eigenes Einkommen. Eigenes Einkommen für uns Gastronominnen und auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nur Österreich hat eine tolle und auch eine menschenfreundliche Verfassung. Nur leider hat die Regierung in diesem einen Fall nicht geschlafen. Und am Wochenende vor dem ersten Lockdown im März 2020 Teile dieser wunderbaren Verfassung gekippt. Somit haben Unternehmen ihre Ansprüche auf Entschädigung in der Corona-Pandemie verloren. Des Weiteren hat sich die Regierung nie festgelegt, wie die Mietsituation während der Lockdown-Monate für uns Unternehmerinnen aussieht. Im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch steht ganz klar drinnen, wenn man ein Geschäftslokal oder Räumlichkeiten mietet und für den Zweck nicht verwenden kann während der Pandemie, dann muss man auch keine Miete bezahlen. Die Regierung hat uns Unternehmerinnen auch damit alleine gelassen und uns zu lauter kleinen Einzelkämpferinnen mit ihren Vermietern gemacht. Doch ihre eigenen Wähler, ihr eigenes Klientel, die Vermieter, denen wollten sie nicht schaden. Wie geht es nun den Tourismus und der Freizeitwirtschaft in dieser Pandemie? Es geht uns schlecht, finanziell und menschlich. Wir sind die am härtesten betroffene Branche und haben den längsten, härtesten, harten Lockdown von allen Unternehmern. Die meisten hatten in den letzten 13 Monaten 8 Monate geschlossen. Manche durchgehend seit letztes Jahr März. Man hat uns durch das Betretungsverbot von Kultur, Tourismus und Freizeitbetrieben zu Bettlern und Bittstellern degradiert. Viele hatten zuvor gesunde Unternehmen und sind nun in einer finanziellen Krise. Wir haben einfach nicht die finanziellen Polster, um Kurzarbeit und andere Fixkosten bis zu 3 Monaten fortfinanzieren zu können.
Die Staatshilfen kommen schleppend oder gar nicht an. Heute habe ich noch Kollegen, die den Umsatzersatz von November nicht bekommen haben. Nicht, weil sie falsch eingereicht haben. Es gibt integere Unternehmerinnen, denen unverschuldet eine falsche Statistiknummer zugewiesen wurde oder die ihr Unternehmen erst gegründet haben und dadurch keine Entschädigung erhalten haben. Viele, auch ich, mussten einen Kredit aufnehmen, um den Fortbestand ihres Unternehmens zu sichern und weiterhin die Arbeitsplätze zu erhalten. Viele haben ihre Ersparnisse für die Pensionen oder andere Rücklagen aufgebraucht, ihr Auto verkauft, sind in kleinere Wohnungen umgezogen und, und. Streitigkeiten und gerichtliche Auseinandersetzungen mit Vermietern wegen nicht bezahlter Mieten betreffen fast die Hälfte der Unternehmen und bereiten viele schlaflose Nächte. Tausende Mitarbeiter sind in der Kurzarbeit und leben am Rande der Existenz. Sie können mit 80% Lohnentschädigung und ohne Trinkgeld nicht überleben. Viele Mitarbeiter sind in andere Branchen abgewandert, was unseren Fachkräftemangel noch verstärkt. Lehrlinge konnten ihre Praxiszeit nicht vollständig fertig machen. Das Schlimmste aber, es gibt ab kommenden September kaum Anmeldungen für neue Lehrberufe. So wenige, dass oft nicht mal Schulklassen in den Berufsschulen zusammenkommen. Auch die Ungleichbehandlung zwischen dem Handel, den körpernahen Dienstleistern und den gastronomischen Betrieben, den Kulturbetrieben, ist vollkommen unverständlich. Warum muss im Handel nicht getestet werden und in der Gastronomie schon? Ist das gut, ist das schlecht? Warum dürfen Kosmetikerinnen ganz nahe beim Gesicht eines Kunden ohne Maske behandeln und der Gastronomie, der Kellner, nicht zum Tisch gehen, dort etwas hinstellen, sich umdrehen und wieder gehen? Viele Fragen sind da aufgetaucht. Wir haben eine Unzahl an Verordnungen befolgen müssen in den letzten 1,5 Jahren. So viele Verordnungen, dass sich schon niemand mehr ausgekannt hat. Nicht mal ich, wo ich wirklich so nah dran bin und immer mich versuche, über alles zu informieren. Wir hatten im Herbst so tolle Präventionskonzepte und es gab nachweislich auch nur 2% Ansteckungen in der Gastronomie und im Tourismus. Jetzt treffen sich Menschen privat, da gibt es auch keine Sicherheitsmaßnahmen und es ist nichts reguliert. Was wir brauchen für den Fortbestand: Wir brauchen schnell ausbezahlte Förderungen, vernünftige Rahmenbedingungen, mit denen wir zukünftig wirtschaftlich arbeiten können und wieder öffnen können. Unsinnige Auflagen wie Freitesten im Freien müssen einfach weg. Freitesten in den Outdoor-Bereichen. Das ist Nonsens, kompletter Nonsens. Es benötigt eine Lehrlingsoffensive für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Ohne Mitarbeiterinnen können wir unsere Betriebe nicht aufrechterhalten. Wiedereinsetzung des Epidemiegesetzes ist ein wichtiger Punkt, volle finanzielle Entschädigung durch das Epidemiegesetz, so wie es seit fast 200 Jahren im Gesetz stand. Generelle Befreiung der Mieten durch die Regierung für Unternehmen wie mich, die in den 13 Monaten 8 Monate zu hatten. Woher soll man das Geld für diese Miete nehmen? Die Situation tut sich auch persönlich etwas mit uns und unseren Mitarbeitern. Viele sind verzweifelt, haben finanziell große Sorgen, haben Depressionen, werden krank, sind wütend und traurig. Es kann nicht das Ziel der Regierung sein, uns krank zu machen. Nicht durch Corona, sondern durch Angst, Armut und Verzweiflung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Kinder daran gehindert werden, sich frei zu bewegen, ihre Freunde zu treffen, zu singen und zu tanzen. Wenn Kinder mit anderen getestet werden, ob sie in Ordnung sind oder eben nicht, dann passen sich diese Kinder sehr gut an. Sie spalten alle ihre Bedürfnisse ab, bis die Bedürfnisse völlig verschwinden.
dann werden sie zu kleinen Erwachsenen, die sehr leicht manipulierbar sind. All das endet in einer dauerhaft traumatisierten Situation bei allen Kindern, indem ihnen ständig vermittelt wird, dass sie eine Gefahr für alle Erwachsenen sind. In einer Familie, die ich betreue und regelmäßig besuche, nehmen die drei Kinder 5 Stunden lang nicht die Maske ab. Sie sind voll davon überzeugt, dass sie mich sonst gefährden. Als am 16. März 2020 die Schulen schlossen, war ich jeden Tag in der Schule, lernte mit den Kindern, die in die Betreuung kamen. Ich sah Kinder mit Masken und Handschuhen zusammengekauert in der Ecke sitzen. Manche haben sich nicht mehr aus der Wohnung getraut. Eltern haben ihre Kinder in den Wohnungen eingesperrt. Einige durften die Verkehrsmittel nicht mehr benutzen. Eltern haben ihren Kindern gedroht, dass sie nicht mehr in die Schule dürfen, wenn sie die Maske in der Schule abnehmen. Ein Mädchen mit Down-Syndrom begann sich in der Betreuung mit dem Bleistift in den Oberarm zu stechen. Sie dachte, dass alle gestorben wären und sie wäre schuld und bestrafte sich. Kinder riefen mich an, weil sie aus dem Fenster springen wollten. Ein Bub saß in der Ecke und weinte unter der Maske. Ich glaube, ich habe Depressionen, hat er immer wieder gesagt. Ein Mädchen versuchte, sich die Augen zuzukleben. Es gab Kinder von Migrantenfamilien, die ein halbes Jahr nicht erreichbar waren, die keine Möglichkeit hatten, im Homeschooling Kontakt aufzunehmen. Das war eine massive Diskriminierung dieser Kinder. Als ich die Sommerschule machen konnte, bat ich die Bildungsdirektion, eine gesunde Jause an die Schule zu liefern. Die Antwort war, die Kinder brauchen kein Obst, sie sollen Deutsch lernen. Ich fragte die Kinder in der Sommerschule, warum tragt ihr eigentlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln Maske? Denn in der Schule gab es damals im Sommer keine Verordnung. Einer meinte, als Respekt vor meinen Eltern. Ein anderer meinte, weil ich keine Strafe zahlen möchte. Ein dritter meinte, dass er niemanden anstecken möchte. Und ein vierter sagte, ich möchte nicht angesteckt werden. Der letzte sagte, ich trage die Maske, weil mir so kalt ist im Gesicht. Lehren ist Beziehung, so wie Atmen Leben ist. Jeder kennt den Spruch, man lernt nur von dem, den man liebt. Einen Menschen zu lieben, zu respektieren, zu bewundern, zu tadeln oder zu loben, das geht nicht über Webcams oder digitale Medien. Jede Beziehung braucht Nähe, Berührungen, Mimik, Gestik und Umarmungen. Um jemanden lesen zu können, muss ich sein Gesicht sehen, denn das tut den Menschen gut. Danke. Wie wollen wir all das einhalten, wenn die Maßnahmen in eine ganz andere Richtung gehen? Der Mensch ist ein Berührungswesen. Finden alle diese Kontakte nicht oder nur sehr eingeschränkt statt, ist die Person der menschlichen Verkümmerung ausgeliefert. Das Ergebnis dieses distanzierten Verhaltens ist bei Kindern in erschreckender Weise sichtbar und reicht von Autoaggressionen bis zur völliger Verängstigung und Zurückgezogenheit. Psychische und physische Schäden sind überall erkennbar. Angst, Einsamkeit und Stress schwächt unser Immunsystem. Wir müssen doch alle sterben. Die Frage ist nur, wie wollen wir bis dahin leben? Danke. Am 15. Mai 2020 bekam ich eine Nachricht von einer 13-jährigen Schülerin, die ich eine Stunde pro Woche in einem Modul betreute, wo junge Menschen über ihre belastenden Schicksale erzählten. Während der Schulschließung vor einem Jahr schrieb sie mir folgende Nachricht zu meiner Kritik an den Maßnahmen der Regierung. Ich bin nicht so ganz deiner Meinung, aber das ist egal, weil wenn wir uns nach Corona wiedersehen, dann werde ich dich fest in den Arm nehmen und dir für alles verzeihen, was du an Verschwörungen gegen die Regierung in deinen Status gestellt hast. Ich will nicht mit dir diskutieren, weil ich Angst habe, aber nicht, weil ich Angst habe, meine Meinung zu vertreten und am Ende der Diskussion zu scheitern, sondern weil ich Angst habe, eine Freundin und eine Vertrauensperson zu verlieren.
Ich habe Angst, dass mir eine sympathische Person suspekt wird. Deswegen ist es mir egal, was deine Meinung über die aktuelle Lage ist. Versteh mich nicht falsch. Wir haben dieselbe Absicht, uns wiedersehen zu können, uns zu umarmen, uns anzulächeln, einen Kuss auf die Wangen zu geben und im Modul über den, und den Pausen über Gott und die Welt quatschen. Dabei ist es uns, damit meine ich mir und auch dir, nicht wichtig zu zeigen, dass die Regierung gelogen und betrogen hat. Nein, von Herzen aus ist es uns wichtig, weil wir einander brauchen, weil Freunde einander brauchen. Hoffen wir, dass bald wieder alles normal wird. Eines Tages wird es schließlich vorbei sein, weil wir beide wissen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Guten Abend. Während diesen langen Schulschließungen hat man den Kindern zuerst die Großeltern, dann die Freunde, die Lehrer, die Lehrerinnen, die Therapeuten und zuletzt die Vertrauenspersonen genommen. Ich durfte das Mädchen in der Schule nicht mehr unterrichten, denn die Kinder durften nur bei dem eigenen Klassenlehrer sein. Danke. Ich bin Arzt. Warum bin ich Arzt geworden? Weil ich Menschen helfen möchte, weil ich möchte, dass sie wieder gesund werden, wenn sie krank sind, und ich möchte, dass sie vielleicht gar nicht erst krank werden. Einen ganz wichtigen Grundsatz hat man mir in meinem Medizinstudium mit auf den Weg gegeben, und dieser Grundsatz findet sich schon im Hippokratischen Eid, der seit 2000 Jahren die ärztliche Tätigkeit bestimmt. Ich soll mit dem, was ich als Arzt tue, keinen Schaden anrichten. Seit mehr als einem Jahr, richten wir massiven Schaden an. Mit Maßnahmen gegen eine Erkrankung, die für die meisten von uns unbedeutend ist. Eine Erkältung, nicht mehr. Keiner leugnet, dass es ernste Verläufe gibt, dass es schwere Verläufe gibt und dass auch Menschen daran versterben. Aber an der Influenza sind auch schon viele gestorben, jedes Jahr. Und es gab alle paar Jahre mal wieder richtig heftige Influenza-Wellen. Und man hat es als einfach normal hingenommen, weil es eben zum menschlichen Leben gehört. Viren sind so alt wie die Menschheit, und es wird jetzt so getan, als wäre Corona etwas ganz, ganz Neues. Das ist nicht der Fall. Und schauen wir uns an, was wirklich an Schaden entstanden ist. Vor einem Jahr habe ich im ZIP 2 ganz am Anfang des Lockdowns gesagt, unserem damaligen Gesundheitsminister, überlegen wir nochmal, ist das wirklich sinnvoll, was wir hier machen? Wo ist die wissenschaftliche Evidenz, dass das mehr Nutzen als Schaden bringt? Und entscheiden dann mit Bedacht, was ist wirklich gut für die Menschen? Er hat mir damals Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und er müsste Zehntausende von Menschenleben retten. 10.000 sind inzwischen trotz aller Maßnahmen gestorben. Das heißt, die Maßnahmen waren nicht mal effektiv. Und was ist an Schaden entstanden? Dieser Schaden ist offensichtlich. Wir haben fast 500.000 Arbeitslose und 500.000 in Kurzarbeit. Und es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass Arbeitslosigkeit die Gesundheit gefährdet, dass Arbeitslosigkeit zu einer Verkürzung der Lebenszeit führt. Eine deutsche Studie hat gezeigt, dass ein Jahr Arbeitslosigkeit zu einer Einbuße von 3 Lebensmonaten führt. Jetzt rechnen wir mal aus, 1.000.000 Arbeitslose für ein Jahr, so ungefähr ist es nämlich, mit der Kurzarbeit zusammen. Das sind 250.000 Lebensjahre, die hier aufs Spiel gesetzt wurden, um 10.000 Corona-Tote zu verhindern.
Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Und was ist an zweiter Stelle noch passiert? Meine Vorrednerinnen haben es schon gesagt, oder ich habe ihren Namen nicht mehr. Die Alexandra, sage ich jetzt einfach, hat es gesagt. Ein bestimmter Teil unserer Bevölkerung wird in wirtschaftliche Not gebracht. Das heißt, wir vergrößern Armut, wir vergrößern den Anteil der Bevölkerung, die von Armut bedroht sind. Und auch hier gibt es gute Studien. Armut führt zu einer verkürzten Lebenserwartung. Die 20% Ärmsten der Bevölkerung haben eine Lebenserwartung, die um 8 bis 9 Jahre unter der Lebenserwartung der 20% Reichsten liegt. Wenn wir also Armut schaffen, und das tut unsere Regierung nun konsequent seit einem Jahr, dann verkürzen wir auch das Leben dieser Menschen. Wir nehmen ihnen Lebenszeit. Und es muss zumindest erlaubt sein, hierüber zu diskutieren. Und das ist offensichtlich auch verboten. Unsere Medien diskreditieren alle Kritiker als Rechte und Verschwörungstheoretiker. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wir sind auch keine Corona-Leugner. Aber wir fordern Verhältnismäßigkeit ein, was die Maßnahmen anbetrifft. Und dann möchte ich noch einmal kurz aufgreifen, was meine Vorrednerin zu den Kindern gesagt hat. Die Kinder, unsere Zukunft, die zahlen den Preis am allermeisten für das, was jetzt geschieht. Seit einem Jahr, ich habe selber Kinder, 13 und 15 Jahre alt, seit einem Jahr kein vernünftiger Schulunterricht mehr. Bildungsverlust, psychische Belastung, zusätzlich jetzt durch Zwangstestungen einmal in der Woche, vollkommen sinnlos. Wir wissen aus Studien, dass diese Tests erstens mal bei asymptomatischen, also Kindern ohne Beschwerden, eine ganz schlechte Sensitivität haben. Das heißt, die Kinder, die tatsächlich infektiös sind, werden von dem Test überhaupt nicht erfasst. Und dafür gibt es einen Haufen Falsch-Positive, die dann weiter getestet werden, die stigmatisiert werden, die vielleicht gemobbt werden in der Schule, weil sie testpositiv sind und ein potenzielles Risiko für die anderen darstellen. Den Kindern wird Angst gemacht vor einer Erkrankung, die für Kinder vollkommen unbedeutend ist. Und dafür nehmen wir in Kauf, dass die Psychiatrie, die Kinderpsychiatrie im AKH inzwischen Wartezeiten von 3 Monaten aufweist. Und nicht nur dort, sondern die Kinder überhaupt in psychiatrische Behandlung kommen müssen, weil sie Depressionen haben und weil sie sich in ihrem Leben nicht mehr zurechtfinden. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Wir haben Beispiele in der Welt, wie zum Beispiel Schweden, die haben es anders hingekriegt. Sie haben es geschafft, ihrer Bevölkerung und ihren Menschen Eigenverantwortung zu geben. Wir sind doch selbst intelligente Leute alle. Wir können doch selber entscheiden, was wir machen. Wir brauchen vernünftige Beratung und dann muss jeder seine Entscheidung selber treffen. Und wer Angst vor dem Virus hat, der kann zu Hause bleiben. Und wer keine Angst hat, der darf sich auch hier draußen versammeln. Und das bitte auch ohne Maske. Und zum Schluss sage ich noch ein Dankeschön an die Polizei da drüben, dass ihr uns hier weitgehend in Ruhe gelassen habt, obwohl wir vielleicht nicht alle 2 Meter Abstand haben. In Deutschland gibt es inzwischen eine Umfrage, dass 60% der Polizisten eigentlich auf unserer Seite sind, aber sich nicht trauen. Vielleicht ist es hier ja genauso.
Und gerade hat mir jemand zugesteckt, ich habe es noch nicht verifiziert, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in Spanien haben sich die Polizei und die Feuerwehr zusammengeschlossen, um selbst gegen die Maßnahmen vorzugehen. Wir werden immer mehr und wir werden immer lauter und wir werden einen Schluss machen mit diesem Unsinn.